meinem Kanal. Heute zum Tag 4 mittlerweile. Zum vierten Tag der Glow Special Week von Jenny What Else. Und heute habe ich es nicht lassen können. Ich habe einen mega, mega auffälligen Look. Und zwar ist das mit Abstand für mich der schwerste Look gewesen in dieser Woche. Aber ich hatte mal Lust auf so einen sogenannten Double Cut Crease, was ihr auch seht, das Weiße. Das Tutorial habe ich ein bisschen anders gestaltet. Ich habe praktisch mich einfach mitgefilmt und habe Musik unterlegt. Ihr seht die ganzen einzelnen Schritte sehr, sehr, sehr einfach und praktisch etwas verschnellt, weil ihr müsst überlegen, ich habe das jetzt noch nie gemacht und das ist der fertige Look. Also ich muss sagen, wow, ich habe mich sehr, sehr stark inspirieren lassen durch Katie Michaelis. Und zwar ist das eine YouTuberin, deren Kanal ich natürlich unten verlinken werde. Die kommt aus Australien, glaube ich. Die habe ich vor etwa fünf Wochen schaue ich gerade mal ihre Videos. Sie ist the most talented artist I ever saw on YouTube. Also ich bin unfassbar begeistert von ihr. Sie macht sehr, sehr krasse Looks. Zum Beispiel das hier, das hat sie in einer natürlich professionelleren Art und Weise gemacht. Ich muss sagen, dass ich trotzdem sehr stolz auf mich gewesen bin heute. Ich habe jetzt auch ein Limone, ich zeige es euch mal, ein Limone glitzergrünes Oberteil angezogen, das ich super passend fand, was auch mittlerweile echt mein Favorite geworden ist, was Kleidung angeht. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von dem Look. Er ist sehr bold geworden, er ist sehr extra geworden. Ich habe euch ja diesen blauen Look am Dienstag hochgeladen. Am Mittwoch gab es einen grünen Glitzer-Look, etwas abgeschwächt. Und jetzt habe ich euch praktisch einen Double Cut gemacht. Ich habe mich doch gegen diese ganz schlichte Skin-Routine entschieden, weil ich einfach denke, dass auf der Glow wir einfach mal alle austesten sollten. Und das habe ich ehrlich gesagt in dieser Woche extrem, extrem ernst genommen. Ich habe extrem viel experimentiert. Ich habe sehr viel im YouTube geschaut. Ich werde euch definitiv so eine kleine Dia-Show geben von dem, von ein bisschen, dass ihr ein bisschen im Close-Up sehen könnt. Weil ich habe jetzt heute sogar Lashes drauf gemacht. Und zwar habe ich hier die einfach ganz normale Primark Lashes und zwar in der Version Full Look drauf gemacht und die getuscht und habe die ein bisschen mit schwarzem Kajal untermalt. Und die haben den Look natürlich mega komplett gemacht. Ich trage ja normalerweise nicht so gerne falsche Wimpern, weil ich einfach denke, weil ich ja Brillenträgerin bin, macht das wenig Sinn. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei dieser ganzen Woche. Ich hoffe, dass ihr wie verrückt abonniert und teilt diese Woche, weil ich habe mir wahnsinnig viel Mühe gegeben bei diesen Looks, die ich kreiert habe, weil die sind wahnsinnig aufwendig gewesen. Also ich hocke hier wirklich 1,5 bis 2 Stunden, Leute. Ich kann euch gerne danach mal zeigen, wie mein Tisch aussieht. Das sieht grauenhaft aus. Was heißt eigentlich danach? Nach so einem Make-up-Tutorial sieht mein Tisch immer so aus. Hier ist alles hingeschmissen. Alle Pinsel, mein Sponge sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Meine Foundation ist hier hingeschmissen. Hier ist mein Spiegel, da oben ist alles rumgeräumt. Hier schaue ich meistens, da habe ich übrigens den blauen Look auf meinen Desktop gemacht, weil ich das unnormal schön finde und mein Freund fand auch, dass das ein sehr, sehr schönes Bild ist. Ich habe immer meinen Laptop hier, damit ich mich noch ein bisschen größer sehen kann oder um praktisch das Tutorial, was ich jetzt nachgeschminkt habe, praktisch laufen zu lassen. Leise und hier meine ganzen Sachen. Das seht ihr am Ende der Videos nochmal, dass ich euch nochmal alles zeige, was ich benutzt habe. Wie ihr jetzt gerade kurz in dem Ausschnitt gesehen habt, ist dies wirklich ein total Mess zu Hause. Es ist so eine Riesenschweinerei, wenn ich einfach ein Make-up-Tutorial mache. Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten 6, 7 Monate, wo ich intensiv mit euch YouTube mache, einfach so für mich so ein bisschen rausgefunden, dass Make-up-Tutorials mir am besten liegen. Ich mag sie irgendwie immer. Ich drehe sie auch am liebsten, muss ich sagen. Ich habe mittlerweile, kann ich ja Voice-Overs machen oder ich erkläre euch es Step-by-Step. Bei dieser Variante habe ich mich allerdings für das stille Filmen entschieden, weil es einfach für mich auch eine große Herausforderung war, diesen Double-Cut zu machen. Ihr werdet auch im Laufe des Videos sehen, dass ich auf dieser Seite zum Beispiel korrigieren musste. Und ganz ehrlich, Leute, es hat sich jede Minute gelohnt, zu verblenden und so weiter. Und am Ende des Videos breche ich euch nochmal ganz kurz die Sachen runter, was ich alle verwendet habe, sogar Pinsel und sowas. Ich habe wirklich mega günstige Sachen benutzt und sehe einfach mal so aus. Ich habe, wie gesagt, die Lippen sehr schlicht gehalten.
Da habe ich einen Gigi Hadid Lippenstift genommen, und zwar den McCall, den GG09. Den bekommt ihr ja gerade bei DM auch immer wieder mal sehr günstig bei Douglas zu erhalten. Und ich breche euch die ganzen Sachen runter und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Tutorial, weil ich bin auch sehr gespannt, ob es euch gefällt. Weil es sieht so aufwendig aus, aber wenn ich dumme Schüssel es schaffe, dann schafft ihr das auch. Also ihr Süßen, viel, viel Spaß und wir sehen uns So, ihr danach Lieben, nochmal ich kurz starte wieder. wie immer mit einem Augenlid Primer sozusagen. Ich benutze dafür heute den Studio Pro, den Studio Pro von BH Cosmetics, und zwar in der Farbe 102. Das ist ein sehr, sehr gelbstichiger. Oh, Anubis. Anubis. Meine Katze schon am Heulen. Ich benutze sehr gern diesen sehr gelbstichigen, der intensiviert die Farben, und das müssen wir heute auf jeden Fall, weil sonst kommt das Limonegrün nicht so krass raus, wie ich das gerne hätte. Dann nehme ich meinen Essence-Schwamm, den ich euch in der Anwendung am Sonntag ein bisschen näher vorstelle. Das ist aus der neuen Theke einer, und der gefällt mir unnormal gut. Und auch ein paar Pinsel stelle ich euch da vor. Wenn ihr das jetzt habt, dann sette ich das Ganze so besser. Dann sette ich das Ganze mit meinem Coty Airspun und nehme dafür diesen Pinsel. Das ist auch aus einer Limited Edition von Essence. Und den habe ich jetzt auserkoren zum Setten meiner Augenlider, weil der passt da super in diese Riesenkuhle, weil ich halt nur mal eine mega, mega Fläche habe. So, sehr wichtig ist halt, dass, wie gesagt, das nicht fettig ist oder so, dass praktisch die Lidschatten gut drüber gleiten. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß am Tutorial. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Ich zeige euch die Produkte, mache ein Voice-Over und auf jeden Fall wünsche ich euch sehr viel Spaß, weil ich kann bei dem Look nicht nebenher so viel sprechen, weil ich mich sehr stark konzentrieren muss. Also, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß, ihr Süßen.
kommt sie jetzt, um praktisch die inneren und äußeren Winkel meiner Augenlider zu verdunkeln, den L'Oreal Gel Eyeliner. Ich habe den irgendwo gefunden und der ist so schön dunkel, lässt sich auch super verblenden und das macht ihr dann wirklich sehr, sehr vorsichtig, dass ihr praktisch immer noch diese Negativzone oben übrig lässt vom Cut. Und da müsst ihr euch sehr, sehr viel Zeit nehmen. Das dauert einfach. Dafür braucht ihr einfach etwas Geduld, das dauert halt ein bisschen. Ich habe das auch wirklich schon das allererste Mal gemacht, Leute, keinen Scheiß. Ich habe nicht schon mal geübt, 100 Mal oder so. Ihr macht dann einfach so weit praktisch alles dunkel. Diese Spatel haben sich als unnormal geschickt erwiesen, weil ihr mit den Kanten der Spatel wieder eine Negativzone entstehen lassen konntet. Das heißt, wie ihr seht, ich säuber das praktisch ab und kann es dann auch damit später setten und gehe jetzt praktisch in diese tolle Palette, die ich jetzt wieder für mich entdeckt habe, und ich baue praktisch jetzt einfach so lange mein Halo Eye auf, bis ich denke, dass die Farbintensität mir gefällt. Um praktisch die Farbe nicht zu dunkel wirken zu lassen und auch praktisch mir immer noch ein Halo-Eye rauszuarbeiten, bin ich jetzt wieder in die Take Me Back to Brazil Palette und nehme jetzt halt, sag ich mal, verschiedenste Grüntöne, um schön zu verblenden, um praktisch mir einen ganz weichen und soften Übergang, weil ihr habt in dieser Take Me Back to Brazil Palette einfach mal eben 10 Grün, wo ihr praktisch aufeinander abstimmen könnt. Und bin dann zum Schluss auch noch auf die Trichter gekommen, dass ich in mein innerstes Stück praktisch noch ein Gelb auftrage, um praktisch richtig, richtig Farbe rauszuholen. Und ich finde, für das, dass ich das erste Mal gemacht habe, fand ich es gar nicht so schlecht. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, in der Take Me Back to Brazil Palette hatte ich sowohl weißen Lidschatten wie auch schwarzen Lidschatten und habe so mein Eyeliner, den schwarzen Part meines Augen-Make-ups nochmal abgesettet und auch die Negativzone praktisch diesen Cut nochmal mit weißem Puder nachgezeichnet, um noch ein bisschen Säuberungsarbeit zu machen. Ihr Lieben, wenn einfach ihr euch das Cut nicht gelingt, scheißegal, dann lasst das einfach weg und verblendet da einfach noch ein bisschen. Das ist nicht so schlimm, das dauert einfach ein bisschen. Auch ich habe es nicht perfekt hinbekommen, aber ich bin zufrieden.
Ich habe jetzt noch ein bisschen abgesäubert, bin jetzt auf den, habe jetzt noch überlegt, ob ich noch so einen Glitzer-Eyeliner aufsetze. War nicht so eine gute Idee. Es hat jetzt ein bisschen geschmiert und es hat nicht so super angetrocknet. Aber diese Spatel von Essence, Leute, kauft euch die. Ihr könnt damit so super in eurem Augen-Make-up, was schon vollkommen fertig fast ist, immer noch Farbe abtragen, ohne dass ihr praktisch krass Farben ineinander verschmiert. Das klappt super. Das liegt halt daran, dass es einfach Silikonspatel sind und einfach ihr super krass damit arbeiten könnt. So, in eurer Abwesenheit habe ich mir jetzt False Lashes aufgeklebt und benutze jetzt den Super Curl Eye von Essence. Das ist eine neue Mascara aus der neuen Essence Theke, die ich sehr, sehr, sehr schön finde. Ich habe halt wirklich super, super schmale Wimpern, aber muss sagen, ich mag eigentlich nicht jedes Mal so False Lashes auftragen. Jetzt bei dem Look habe ich es jetzt mal gemacht. Bin mir aber noch nicht sicher, wenn ich jetzt auf der Glow bin, ob ich das jetzt mache oder ob ich mir die tatsächlich im Auto erst aufklebe. Das könnte ich mir bei mir sogar echt vorstellen. Ich werde jetzt ganz normal mein Gesicht praktisch abdecken mit der Fit Me Foundation in der 128, diese Matte Poreless. Ich verbrauche davon tubenweise im ganzen Jahr. Die ist wirklich super, die ist super deckend, kommt auch super mit meiner sehr fettigen Haut zurecht. Und ich kann die super auch einarbeiten mit dem neuen Essence-Schwamm. Da werdet ihr am Sonntag jetzt auch noch ein Video zu bekommen, sprich die neue so LE-Pinselchen und sowas und dieser Essence-Schwamm, wie der funktioniert. Und dann habe ich noch diese ganz tolle Trend Edition Girls Squad, habe ich mir einige Pinsel von gekauft, die stelle ich euch dann auch vor. Dann habt ihr es nicht so lange bis zum nächsten Video und ich freue mich dann auch, wenn ihr irgendwie was Neues seht. Ich finde das Kreieren von diesen dramatischen Looks super, super angenehm. Es ist sehr, sehr cool, das auch anzusehen, wie es entsteht. Ich bin immer so, so zufrieden, wenn ich dann mal die ganzen Videos schneide, dann sehe ich halt auch, wie man am Anfang echt gestruggelt hat, ob das alles so rauskommt, wie man denkt. Und zum Schluss, so wie das Make-up sitzt, das Puder und alles, sieht es einfach so, so anders aus. Ich benutze wie immer auch zum Baken und zum Setten meines Gesichtes das Coty Airspun und dann nehme ich einen Concealer, die Fine Concealer und benutze da die C13 und das ist meine absolut perfekte Kontur- und Bronzefarbe. Ich habe mir das jetzt irgendwie, so seit einem Monat mache ich das und muss echt sagen, ich komme da irgendwie gar nicht mehr von weg, weil ich finde halt, das gibt dem Gesicht halt unnormal viel Wärme, der Concealer lässt sich super einarbeiten. Hat nicht nur eine geile Deckkraft, ist einfach nur wunderschön. Ich brauche da meistens auch gar nicht zu krass jetzt praktisch in irgendein anderes Produkt gehen. Ich habe jetzt mich hier trotzdem entschieden für den Butter Bronzer und bronze ein bisschen mein Gesicht und mache eigentlich jetzt meine ganz, ganz reguläre Make-up-Routine. Ich gehe jetzt nochmal in meinen grünen Lidschatten von der Make-up Revolution Palette, von der Sparkless. Und arbeite noch ein bisschen an meiner Lower Lash Line, aber wie immer, bestimmt fällt der Jenny ein, sie will ein bisschen extra und nehme nochmal die Take Me Back to Brazil und arbeite damit auch noch.
Blush benutze ich auch wieder von der Blush Bliss Palette von Tarte. Und jetzt kam das Highlighten. Also das Highlighten, da habe ich erst den Mega Glow Highlighter in der Farbe. Ich glaube dieses Petals irgendwas. Aber das war mir nicht genau boom genug. Jetzt habe ich einfach dann den Highlighter von Soft X benutzt. Den gebe ich tatsächlich nur in tupfenden Bewegungen auf, weil der einfach so metallisch ist. Der ist wunderschön. Also der kommt safe mit. Der begeistert mich eigentlich immer mehr, sogar mehr wie der Becca Opal Highlighter, weil der einfach sofort funktioniert. Auf den Lippen trage ich dann die Farbe von Gigi Hadid. Und zwar die Farbe McCall. Die gebe ich dann komplett über die ganze Lippe. Einfach, um einen guten Kontrast zu schaffen. Und gebe darüber noch den I Love Sarahi und Colourpop Kollaborations Lip Gloss in der Farbe Atelier. Und ich zeige euch gleich den fertigen Look. Ich bin so stolz. Ich kriege jetzt demnächst einen Haferkeks, weil ich so super. Ich bin so stolz auf mich. Und ich werde euch auf jeden Fall jetzt mal ganz geschwind runterbrechen, welche Sachen ich jetzt praktisch verwendet habe, um diesen Look so langsam zu entstehen zu lassen. Wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, ich habe Primark Wimpern benutzt, die für 1,50. Es gibt auch welche mittlerweile für 6 Euro. Die sind wunderschön, Leute. Also ihr habt wirklich da Lashes, die sehen nochmal sehr viel natürlicher aus wie die. Das sind einfach nur so Fülllashes. Die geben mir nochmal so ein bisschen Fülle, aber jetzt nicht, dass ich jetzt so overly dramatic irgendwas habe, weil ich mag das halt nicht. Ich bin halt Brillenträgerin und trotz allem muss ich halt irgendwie noch Lashes finden, die halt dementsprechend nicht so arg aussehen. Deswegen nehme ich die. Ich nehme dann immer auch den Duo-Kleber, den ganz normalen hellen. Ich habe auch den schwarzen, zumal ich sagen muss, dass ich mit dem gar nicht so gut zurechtkomme, weil der einfach so einen krassen schwarzen Rand zieht und wenn ihr euch halt verleppert, trocknet der halt nicht so durchsichtig wie den, weil den seht ihr ja zum Beispiel gar nicht mehr. Und dann verblende ich einfach mit meiner Mascara. Da habe ich jetzt die ganz normale False Lashes Mascara von Essence benutzt. Und dann versuche ich halt einfach meine Stummelwimpern in die anderen Wimpern reinzukriegen. Ich glaube, meine Nase leuchtet. Dann habe ich angefangen mit der Transition, mit der gelben Transition. Und zwar nehme ich da meistens die aus der Fire Palette, dieses nicht so ganz grelle, aber ockrige Gelb. Das gefällt mir sehr gut. Pigmentierung dieser Palette des Todes. Ihr könnt natürlich diesen Look auch komplett in Rot machen, in Blau, in Lila, in Korallfarben. Das bleibt euch komplett selbst überlassen. Foundation habe ich meine Fit Me Foundation in der 128 genommen. Die ist so meine absolute Lieblingsfoundation. Zum Konturieren und zum Highlighten meines Gesichts habe ich die Make-up Revolution Conceal and Define genommen und die Nummer C2 zum Highlighten und die C13 zum praktisch Aufwärmen meines Gesichtes. Dann, muss ich euch wieder anzoomen, so. Dann habe ich zum Cut Creasen, habe ich jetzt rausgefunden, dass ich mit diesen von BH Cosmetics unnormal zurechtkomme. Das ist der Total Coverage Concealer von BH Cosmetics in der Farbe 102 und ich habe da praktisch diese ganzen Flächen ausgeschabt, das habt ihr ja in dem Video gesehen und mit dem komme ich super zurecht, der ist mega dick von der Konsistenz, aber der bleibt aber auch da, wo ihr einfach ihn hinpackt, ja. Von den Pinseln her habe ich eigentlich zwei verschiedene Blender benutzt und zwar von Essence die. Einfach damit ich zwei verschiedene Farben ineinander verblenden kann. Dann habe ich zwei Shader Brushes, aber alle natürlich von Essence, weil ich hab's ja mit Essence Pinseln. Das sind so Shader Brushes. Ich hoffe, dass ich die anzoomen kann für euch. So, Shader Brushes. Aber auch immer zum Beispiel, ich habe ja hier in dem Zentrum sehr viel stark mit Gelb und Grün gespielt, bis ich halt diesen neon-krassen Effekt gut fand. Dann habe ich hier noch einen schmaleren Ebelin-Pinsel, um praktisch oberhalb meines Cuts halt nochmal zu arbeiten. Und dann habe ich sehr viele, sehr schmale Pinsel benutzt. Und zwar diese hier. Versuche ich es euch anzuzoomen. Diese hier. Und zwar habe ich diese Pinsel benutzt, um einfach euch... mit diesen zum Beispiel habe ich in meinem Cut praktisch noch ein bisschen weißen Lidschatten aufgetragen, damit ich das einfach auch sette sozusagen, ja.
Dann hier mit dieser Spitze habe ich dann praktisch diesen Gel-Eyeliner. Und zwar, ich hatte noch ein Relikt aus der früheren Zeit, und zwar ein L'Oreal Gel-Eyeliner in der Farbe Deep Black, glaube ich. Pure Black, genau. Und den hatte ich hier gefunden. Den habe ich mit ein bisschen Arganöl versetzt und konnte den wieder benutzen. Den werde ich jetzt aufbrauchen. Der ist richtig gut. Ich habe aber auch noch einen von ColourPop zum Beispiel. Der ist auch sehr gut. Der ist allerdings nur ein bisschen fester. Das hätte ich jetzt heute nicht gebrauchen können, weil ich brauchte ein bisschen Verblendfläche, ja. Und ich habe dann noch so einen etwas flacheren genommen, um praktisch so ein bisschen zu definieren und so. Bei dem Look ist es unnormal wichtig, dass ihr sehr viele schmalere und zierliche Pinsel habt, dass ihr einfach auch in die ganzen Ecken reinkommt. Der Hauptakteur eigentlich dieses Looks sind eigentlich absolut diese zwei Paletten. Und zwar ist es einmal die Take Me Back to Brazil. Also ich muss sagen, ich benutze die jetzt immer mehr und ich liebe die immer mehr. Das ist dieses Color Scheme. Ich habe natürlich in diesen Neonfarben. Ihr müsst halt schauen, wie ihr das Grün halt am besten aufbauen wollt. Natürlich ist es immer cool, umso greller ist es auch schön. Ich habe mich aber entschieden, zum Beispiel ein bisschen Gelb hier ins innere Lid zu setzen. Und fand diese Version auch richtig, richtig gut, weil ihr einfach dadurch Dimension in eurem Auge bekommt. Ihr habt hier zum Beispiel das Weiß, das Augenbrauen-Shade und ein Schwarz. Da habe ich zum Beispiel auch den Gel-Eyeliner gesettet mit und so. Diese Palette, ich liebe sie. Ich liebe sie abartig. Ich habe die diese Woche enorm oft benutzt, fast in jedem Look benutzt. Und ich muss sagen, diese ist auf jeden Fall bei der Glow dabei. Weil sollte es ein derartiger Look werden, weiß ich definitiv, welches Produkt ich bestimmt benutzen werde. Dann noch eine super Palette, aber die habe ich damals bei einem Haul schon euch gezeigt. Das ist diese Palette. Und zwar ist es die Life on the Dance Floor Sparklers Palette. Die kostet, glaube ich, zwischen 13 und 15 Euro, Leute. Ich habe alle vier. Und dieses Grün und dieses bildete absolut die Fläche. Also ich habe dieses Grün ganz krass hier oben in meinem Hallo Poren. Ich habe krasse Poren, also es ist echt krass, wie wenn man mir kleine Nadeln da reingehauen hat. Ich habe halt sehr viel von diesem Grün zum Aufbau meiner Farbe benutzt. Und muss aber sagen, gerade dieses wunderschöne andere Grün da daneben. Und ich hätte zum Beispiel auch dieses hier in das Zentrum setzen können, um noch ein bisschen Glitzereffekt zu packen. Glitzer ist natürlich optional super, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei dem Look braucht ihr nicht noch Glitzer. Also wie gesagt, das ist einfach unnötig sozusagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich auf der Glow so einen Look tragen kann mit diesen Wimpern. Eigentlich kann es mir egal sein. Ich muss damit ja nur Auto fahren. Danach kann ich es ja wieder absetzen. Und ich finde diese Farben unnormal schön. Sie sind ultra pigmentiert. Ihr könnt sozusagen auch diesen Look in Blau schminken. Dafür wäre diese Palette perfekt. Die wandert auf jeden Fall in meine Tasche. Da werdet ihr aber auf jeden Fall morgen ein Video sehen. Ich werde morgen mit euch gemeinsam meine Gema komplette Kosmetik einpacken. Und Leute, stellt euch das nicht vor wie bei einem Otto-Normalverbraucher. Es ist wirklich so, über die ganzen Jahre, wo ich jetzt YouTube gucke und natürlich auch zum Beispiel Vorbilder einfach habe, wie zum Beispiel diese Katie Michaelis. A lot of love and thank you for the inspiration. Also es ist wirklich unnormal. Ich habe sie sogar jetzt bei getaggt auf Instagram auf die Looks und sie hat mir sogar zurückgeantwortet, wo ich total nervös war, weil es ist ganz, ganz komisch, wenn ihr zum Beispiel einfach einen Look macht und bei Instagram @ davor schreibt und den Namen eures Idols oder so, kann es sehen die wirklich eure Looks und deswegen habt ihr die Chance, dass ihr wirklich auch noch recognized werdet und tut das einfach. Ich glaube, das ist super, wenn ihr eine Rückmeldung habt. Für mich ist es sehr wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen, weil ich muss nicht hier perfekt da sitzen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil ich habe es jetzt probiert. Natürlich, der Double Cut könnte noch sauberer sein, noch weißer und noch definierter. Aber selbst wenn ich den Double Cut nicht hätte, wäre das ein total schöner Look, auf den ich verdammt stolz bin. Highlighters und Blushes zum Beispiel. Ich habe die Sauve X Palette genutzt. Zuerst hatte ich glaube, was hatte ich da benutzt? Den genau, diesen Precious Petals Highlighter, aber der war mir nicht boom genug und dann bin ich einfach in die dritte Farbe der Sauve X Palette und die hat es natürlich voll rausgerissen. Und meine Blush and Bliss Palette hat natürlich den Farbabschluss gemacht auf meinem Gesicht. Die wird definitiv reinkommen.
Also morgen müsst ihr euch auf jeden Fall auf ein längeres Video einstellen, weil das Packen mir sehr schwer fällt, muss ich euch sagen. Ich werde auf jeden Fall alles auf den Boden legen. Also ich werde vom Boden aus alles mitfilmen, was ich einpacke, wie ich es einpacke. Ich habe Bubble Papers und so. Es ist ein, ich muss sagen, sehr geiles Video. Ich freue mich da jetzt schon wahnsinnig. Ich habe es noch nicht gedreht. Also es ist jetzt aktuell, wenn ich dieses Video mache, Dienstag. Ich habe das Video nicht vorgedreht oder so. Das muss ich bei den Make-up-Looks halt schon. Aber unnormal schöne Paletten habe ich im Kopf. Aber ich weiß jetzt schon, in was für eine Richtung mein Look gehen soll. Also das hier ist ein sehr großer Favorit. In dem Style, in welcher Farbe das letztendlich wird, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Das werden wir dann sehen. Aber selbst wenn es genau dieser Look wird, ich meine, hallo, das ist super, super, ein super, super schöner Look. Und ich hoffe, dass diese Videoreihe euch gefällt. Es steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Und ich hoffe, ihr seht das und ihr liked das, ihr teilt das, ihr abonniert meinen Kanal. Ich bin so, so glücklich, wenn ich dieses Jahr die 1000 Abonnenten schaffe. Es war nie mein Ziel, überhaupt 100 zu schaffen. Ich habe jetzt 500. Ich hoffe, dass Leute auch bleiben und nicht deabonnieren. Es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen so schwankend gewesen. Und ich hoffe einfach, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, einfach euch weiter Freude zu machen. Ich bin gewillt, aufwendigere Tutorials zu machen, weil ich einfach denke, dass ich so viel Material mittlerweile zu Hause habe, dass ich sehr wohl sehr aufwendige Looks für euch schminken kann, aber Step für Step, dass sie für euch halt kinderleicht rüberkommen. Ich arbeite natürlich auch immer wieder daran, dass es für euch immer wieder besser aussieht. Und ich freue mich einfach wahnsinnig mit euch und diese Woche mit euch zu beenden. Ich habe ein Backup-Video für euch am Sonntag. Das werde ich euch im Voraus hochladen, dass ihr praktisch nicht gelangweilt seid. Und ab nächste Woche geht auf jeden Fall die Auflösung, Glow-Woche und eine kleine Verlosung gibt es für euch. Ich hoffe, wie gesagt, ihr bleibt mir einfach gewogen und habt viel, viel Spaß bei den Tutorials. Schaut sie euch an, macht's wie ich, legt einfach einen Laptop dahin und fangt an zu pinseln mit den Farben, die ihr habt. Jeder Look ist absolut farbunabhängig. Ihr könnt jede Farbe benutzen, die ihr einfach habt. Und ich wünsche euch einen wunder, 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 wunderschönen Tag, meine süßen, hübschen Mäuschen. Und wir sehen uns dann für morgen beim Packen meines Schminkzimmers.